Die partielle Integration ist im Grunde die Umkehrung der Produktregel. Wenn wir uns nochmal an die Differentialrechnung erinnern, da haben wir ja so eine Funktion gehabt, f von x Produktregel mal g von x wollten wir gemeinschaftlich ableiten. Das heißt, wir haben hier einen großen Strich drumherum gemacht und dann war das Ganze f Strich von x mal g von x plus f von x mal g Strich von x. Ich denke mal, an diese Regel erinnern sich die meisten noch. Daraus wird jetzt partielle Integration, wenn wir diese Regel nehmen und alles für sich integrieren, wenn wir hier also ein dx drumherum machen und letztendlich hier ein dx drumherum, dann haben wir ja beides nur jeweils die Stammfunktion gebildet. Dann wenden wir nochmal die Summenregel an und teilen hier das Integral auf die Summe auf. Und für den Teil hier kann man jetzt schreiben, natürlich nichts anderes als f von x mal g von x. Und das ist jetzt das Minus. Wir können zum Beispiel einen von den beiden herüberbringen, egal welcher. Ich werde Ihnen gleich anhand eines Beispiels zeigen, wie man diese Regel benutzt. Denn jetzt haben wir hier nämlich ein Integral auf der einen Seite stehen, in dem eine Ableitung, eine beliebige Ableitung steht und eine beliebige Funktion multiplikativ verknüpft. Und für die beiden bekommen wir eine Lösung heraus. Dabei müssen natürlich beide Stammf, also die f von x, davon der müssen wir die Ableitung kennen. Und wir müssen für g' von x die Stammfunktion kennen. Das heißt also, wenn wir ein Beispiel haben, müssen wir gucken, f ist die Funktion, die langsam aber allmählich weiter abgeleitet wird. G ist die Funktion, die langsam aber allmählich immer wieder integriert wird. Denn wir brauchen in der nächsten Schritt immer die zugehörigen Stammfunktionen. Also mal anhand eines Beispiels kurz erklärt, wie das ungefähr funktioniert. Nehmen wir die Funktion x mal e hoch x. Sehr einfach. Grenzen lassen wir mal wieder weg. Ändert sich ja hinterher nur durch das plus c, beziehungsweise wir versuchen jetzt einfach nur einmal eine Stammfunktion zu bestimmen. Und zwar müssen wir uns jetzt hier, wie hier steht, eine Funktion aussuchen, die wir als Funktion nehmen, die g' von x ist. Und eine Funktion f von x. Die muss eine der beiden sein, wobei wir für g' g von x bestimmen müssen und für f von x f' von x. Wählt man jetzt hier tatsächlich geschickterweise f von x als x, dann ist die Ableitung 1. Und das wäre ja umgekehrt, dann g' von x, wenn das e hoch x wäre, dann brauche ich das nur noch integrieren, das bleibt e hoch x. Das heißt also, hinterher im nächsten Schritt sind alle f', die wir auf dieser Seite haben, 1 und wir brauchen jetzt nur noch einzusetzen. Und zwar haben wir hier, der erste Teil ist dann wieder ein Integral, können auch mit dem Teil anfangen, ist vielleicht üblicher. Also f mal g, das ist dann x mal e hoch x und dann minus dem Integral f' ist 1 mal e hoch x dx. Und jetzt haben wir hier gerade den praktischen Fall, dass wir hier nur noch das Integral von e hoch x bilden müssen. Das heißt, das Ganze ist dann x mal e hoch x, das ist der erste Teil, minus das Integral von e hoch x, haben wir ja gerade eben schon gesagt, ist e hoch x. Und weil es ein unbestimmtes Integral ist, bitte nicht das plus c vergessen. Das ist aber auch das mehr oder weniger langweilige Beispiel aus dem Text, das ich Ihnen schon gegeben habe. Wir können noch mal ein zweites Beispiel nehmen.
wo man das Ganze machen kann. Und zwar nehmen wir mal die Funktion aus einer Übungsaufgabe. Probieren wir es mal mit Integral x mal e hoch minus x dx. Ist sehr ähnlich. Da würde es sich vielleicht anbieten, dass wir das wieder ähnlich wählen. Also das hier ist unser f von x. Dann ist f' von x1. Und das hier wäre unser g' von x. Aufpassen, jetzt ist natürlich g von x minus e hoch minus x. Denn beim Ableiten erhalten wir ja wieder ein Minus in der Funktion durch die innere Funktion, die dort oben steht, sodass man hier ein ganz klein wenig aufpassen muss. So, jetzt können wir aber schon gleich wieder alles hinschreiben. Erst f von x mal g von x, also ist das minus x mal e hoch minus x minus dem Integral einmal minus e hoch minus x. Setzen wir ruhig in Klammern. Mal minus darf man ja nicht schreiben. Also ist das dann minus x e hoch minus x minus, und das Minus und Konstanten durfte man rausnehmen, also plus, die 1 fällt weg und e hoch minus x, wir wissen es langsam, ist minus e hoch minus x plus c, weil jetzt alles sich hier um Stammfunktionen handelt. Also ist das nichts anderes als minus e hoch minus x minus e hoch minus x plus c.